Ich möchte alle recht herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über Open Source Virtualisierung mit Ovirt. Mein Name ist René Koch. Ich habe auf der FH in Kapfberg oben studiert, arbeite jetzt als Senior Solution Architect für Enterprise Linux, für Virtualisierung, System Management und Monitoring bei der Ovido GmbH in Wien, ist ein Linux-Systemhaus. In den nächsten 40, 45 Minuten möchte ich euch möglichst viel über Ovirt erzählen, also einen generellen Überblick darüber bringen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, am Ende vom Vortrag sollte auch ein bisschen Zeit sein. Ansonsten, ich bin mindestens bis 5 einmal da und ihr könnt mich jederzeit einmal irgendwo rausfangen und mich fragen. So. Ich möchte mal beginnen mit einer kurzen Einführung. Was ist Ovirt überhaupt? Wer steckt hinter dem Projekt dahinter? Dann wird der Hauptteil eben sein, die einzelnen Komponenten von der Virtualisierungslösung. Am Schluss gehe ich auf ein paar Erweiterungsmöglichkeiten ein, sowie das Monitoring von so einer Umgebung und ein paar Use Cases und Herausforderungen, die, auf die man stoßen könnte, wenn man so eine Umgebung implementiert. Ja, fangen wir an. Wer von Ihnen hat oder von euch hat schon einmal was von Ovirt gehört? Okay, ich hoffe mal, dass. Gut, wer hat es schon einmal ausprobiert, also installiert oder Live-CD runtergeladen und gestartet? Gut, ich hoffe einmal, dass nach dem Vortrag ein bisschen mehr damit rumspielen oder mal schauen, was kann das Ganze wirklich. Gut, was ist Ovirt jetzt? Ovirt ist ein zentralisiertes Management für Server- und Desktop-Virtualisierung. Es basiert auf KVM. Ich denke mal, KVM wird den meisten hier ein Begriff sein, also Kernel-Based Virtual Machine, der mittlerweile de facto Standard unter Linux, was Virtualisieren angeht. Aufgrund der Tatsache, dass Ovirt auf KVM aufsetzt, ist es eben, was Performance angeht, was Skalierbarkeit angeht und was Sicherheit angeht, ja, ein Top-Produkt. Skalierbarkeit heißt, ich kann so bis zu 1000 Hypervisoren und ein paar hunderttausend virtuelle Maschinen auf die Umgebung drauf haben. Und zum Thema Sicherheit muss man sagen, das Ovirt-Team setzt auf SE Linux bzw. auf SWIRT. SWIRT ist ein Subprojekt von SE Linux, was speziell für die Sicherheit in virtuellen Umgebungen gebaut wurde. Das heißt, jede virtuelle Maschine hat einen eigenen Security-Kontext und damit ist es nicht möglich, dass eine virtuelle Maschine am Hypervisor direkt zugreift oder eine virtuelle Maschine auf eine andere virtuelle Maschine zugreift. Das ganze Ziel von dem Projekt ist es, eine Open-Source-Alternative zu VMware vSphere zu sein. So, wer steckt hinter dem ganzen Projekt? Hinter KVM stecken einmal die üblichen Verdächtigen wie Intel, IBM, Cisco, Red Hat, SUSE und so weiter, die halt entsprechende Interessen haben, dass sie ihre Produkte voranbringen. Hinter Ovirt steht jetzt einmal hauptsächlich Red Hat. Red Hat hat ein Produkt, das nennt sich Red Hat Enterprise Virtualization. Und so wie es Red Hat halt mit allen Projekten macht, sie setzt alles Open Source und es gibt immer ein entsprechendes Upstream-Projekt dazu. Das heißt, alle neuen Features, die irgendwann einmal in Red Hat Enterprise Virtualization reinfließen könnten, sind zuerst im Ovirt-Projekt drin. Das heißt, man kann sagen, Ovirt verhält sich zu REP, so wie sie Fedora zu Red Hat Enterprise Linux verhält. Demnach gibt es auch keine Subskriptionskosten oder sonst was für Ovirt, es ist kostenlos und jeder kann es sich runterladen. Gut, KVM alleine macht jetzt nur keine Virtualisierungslösung mit entsprechenden Enterprise-Features und einfacher Bedienbarkeit aus, da braucht man ein bisschen mehr. Darum gibt es jede Menge Komponenten, die bei dem Ovirt-Projekt dabei sind. Das ist einmal Ovirt Node, das ist der Hypervisor, der ist vergleichbar mit VMware ESXi. Dann gibt es Ovirt Engine, das ist der Management Server, der eben das Admin-Portal webbasiert zur Verfügung stellt. Es gibt das User Portal für die Desktop-Virtualisierung. Es gibt das Self-Provisioning Portal, wo ich einfach
also wo ich sage, ich kann eine einfache Private Cloud abbilden damit. Für die Entwickler unter uns gibt es eine RESTful API, ein Python SDK und ein Java SDK und natürlich auch ein CLI-Tool, das sich OWASP-Jelly nennt. Des Weiteren gibt es noch eine Reporting Engine, die basiert auf Jasper. Das heißt, die kann man da entsprechende Reports generieren, wie war die Uptime meiner Hypervisoren, wie war die CPU-Auslastung von virtuellen Maschinen und dergleichen. Und neu in der letzten Version von OWASP sind UI-Plugins, mit denen kann ich mein Admin-Portal und zusätzliche Funktionen erweitern, ohne dass ich jetzt Java kennen muss oder genaue Kenntnis haben muss, wie funktioniert das OWASP im Hintergrund genau. So, ich habe jetzt dann einen kurzen Überblick über die Architektur. Die Architektur ist noch von Red Hat Enterprise Linux 3. Ich habe für OWASP leider keine aktuellen Folien gefunden, aber grundsätzlich kann man sich dort was vorstellen. Das heißt, mein Management-Server basiert entweder auf Fedora oder auf einem Red Hat Enterprise Linux Derivat, also auf CentOS, Scientific Linux und dergleichen. Es läuft dann auf einem JBoss Application Server. Das heißt, die komplette Applikation oder das komplette Management GUI vom OWASP ist in Java geschrieben, greift auf eine Postgres-Datenbank zu, die extern sein kann oder direkt auf der Engine loben und hat Authentifizierung über Active Directory, IPA oder einen anderen Directory Server, sowas wie Theory Directory Server. Was nicht geht, warte, was zum Stand jetzt noch nicht geht, ist Plain LDAP, weil eine Kerberos-Komponente zwingend benötigt wird, das heißt, ich brauche eine Directory. Aufs Admin-Portal greife ich mit einem Windows- oder mit einem Linux-Client zu, mit einem entsprechenden Webbrowser. Die CLI, die ganzen SDKs, die greifen über die REST-API drauf zu. Die User für die Desktop-Bücher sind über das User-Portal. Und die Verbindung zu den virtuellen Maschinen, also zu den Konsolen der virtuellen Maschinen, funktioniert entweder über VLC oder bevorzugt die SPICE. SPICE ist ein hochperformantes Protokoll für Remote-Zugriff. So. Der Zugriff vom Management-Server auf die Hypervisoren funktioniert nicht direkt auf Linux, sondern es gibt einen Dienst, der heißt VDSM. Dieser VDSM-Dienst ist für die Kommunikation vom Management-Server mit den Hypervisoren zuständig. Das heißt, möchte ich ein Netzwerk konfigurieren, ein Storage konfigurieren, klicke ich mir das im Web-GUI zusammen. Er schickt das entsprechende Command an VDSM und VDSM führt die entsprechenden Skripte am System auf und konfiguriert das System. Genauso passiert das mit dem libvirt-XML-File, also die Definition, wie schaut meine virtuelle Maschine aus, dieses XML-File, was man aus KVME kennt, wird über VDSM an libvirt weitergereicht. Das heißt, man sollte nach Möglichkeit libvirt nicht angreifen an Hypervisor, weil da gibt es noch einen Dienst drüber. Also es ist zu bedenken, da gibt es einen Dienst drüber, der kommuniziert mit dem Manager und man sollte dann nicht anfangen, direkt auf libvirt zuzugreifen. So, OWASP Node, der Hypervisor, ist ein fixfertiges Image, das lädt man sich von der OWASP-Webseite herunter. Ist vergleichbar mit der VMware ESXi, hat eine geringe Größe, unter 200 MB, ist ein minimales Fedora, also Sie sagen, es ist gerade so viel Fedora, dass man damit virtualisieren kann. Zusätzlich natürlich KVM dabei und entsprechende Sicherheitsfeatures. Das heißt, es ist IP-Tables automatisch drauf und wird automatisch konfiguriert. Es ist SE Linux drauf. Für alle, die so sagen, okay, SE Linux, das ist nicht ganz meins, da sehe ich mich nicht raus, da habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht so funktioniert oder dass das Probleme macht. Ich habe bis jetzt noch weder auf der Mailingliste noch bei irgendwelchen Kunden oder sonst was irgendwelche Probleme mit SE Linux bei OWASP oder bei REF festgestellt, also es funktioniert einfach out of the box, da sagt man, das läuft, braucht man nicht angreifen, das macht alles frei. Zusätzlich zu bedenken ist, das System ist read-only, das heißt, alle Änderungen, die ich am Hypervisor direkt auf der Shell mache, sind nach dem Reboot weg. Es gibt aber eine kleine /config-Partition, die ist standardmäßig 8 MB groß und
sein müssen. Das heißt eine Netzwerkkonfiguration, eine Multipath-Konfiguration, eine Resolve-Conf und so weiter. Die sind auf der Config-Partition. Hat jetzt natürlich das Problem, wenn jetzt das System wirklich an meine Anforderungen anpassen möchte und da Programme installieren will und was auch immer, komme ich mit der Config-Partition nicht viel weiter. Darum gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme ein CentOS, ich nehme ein Fedora als Hypervisor, setze die Maschine so auf, wie es ich haben möchte. Die einzige Einschränkung ist, ich muss sicherstellen, dass man darauf noch virtualisieren kann. Also es muss ein KVM drauf sein, es muss ein Libvirt drauf sein, es muss ein VDSM muss drauf sein. Ganz klar, aber sonst kann ich das an meine Anforderungen anpassen und Sicherheitsfeatures, ja, kann ich natürlich sagen, standardmäßig Klasse S in Linux, ich kann machen, was ich will. Also da ist man nicht wirklich limitiert, da kann man machen, was man will. Großer Vorteil daran noch, ich kann Hook-Skripte ausführen, das heißt, ich habe vorher schon kurz gesagt, das Libvirt-XML kommt von VDSM an den Libvirt-Daemon. Und jetzt könnte es ja unter Umständen sein, dass sie sagt, die Konfiguration, die wir dieser OWIRT-Manager da generiert, die passt mir nicht ganz. Ich will ein PCI-Pass-Through vom Hypervisor machen, da gibt es im GUI die Möglichkeit nicht. Aber ich weiß, wie so ein Liquid-XML ausschaut und wie ich das manipulieren kann. Kann ich mal ein Skript in Perl, in Python, was auch immer schreiben. Und mit dem kann ich dann das XML-File am Weg zwischen VSM-Daemon und Libvirt-Daemon abfangen. Da gibt es eigene Verzeichnisse, wo man die Skripte reinkopiert und dann kann ich das File noch einmal anpassen und sagen, meine virtuelle Maschine wird irgendwie manipuliert, noch, weil ich gerade spezielle Anforderungen habe. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel CPU-Pinning. Das heißt, ich sage, die virtuelle Maschine läuft genau auf diesem einen CPU. Das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, wie man es machen könnte. Gut, was bietet man? Der Management-Server, also OWIRT Engine genannt, als für Möglichkeiten, oder was bietet man generell die ganze Plattform für Möglichkeiten? Ich habe einmal Hochverfügbarkeit, das heißt, fällt mir einer meiner Hypervisoren aus, werden die virtuellen Maschinen auf den anderen Hypervisoren, sofern genügend Ressourcen zur Verfügung sind, automatisch neu gestartet. Mit Live-Migration kann die Maschinen zwischen den Hypervisoren hin und her schieben, ohne dass die Maschine runterfahren muss. Was man als User dabei merkt, ist, wenn man zum Beispiel ein Video schaut, dass ein ganz kurzer Wackler drin ist oder dass Abhing vielleicht verloren wird. Mehr ist es nicht. Es gibt eine Load-Balancing-Funktion. Das heißt, ist einer meiner Hypervisoren ausgelastet, die anderen fadisieren sich ein bisschen, werden die Maschinen aufgeteilt. Das heißt, die werden nachher mittels Live Migration rüber verschoben. Live Migration und Hochverfügbarkeit kann ich natürlich auch deaktivieren, wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise eine Oracle-Datenbank virtualisieren und ich hätte da Lizenzkostenprobleme, weil nach alle Hypervisoren, auf denen es laufen kann, lizenzieren müsste, kann ich sagen, okay, läuft nur auf dem, wenn er ausfällt, kümmere ich mich manuell drum. Weiteres Feature, was es gibt, was ich eher für suboptimal im Produktivbetrieb halte, ist ein Power-Saver. Der macht Folgendes: Wenn beispielsweise in der Nacht weniger Last auf der Umgebung ist, schaufelt man einen oder mehrere Hypervisoren frei, also migriert die Maschinen weg und fährt die Maschine dann runter. Wenn in der Früh wieder Last ist, startet er die Maschine. Ist aber insofern suboptimal, man weiß auch, heutige Server, es braucht ein bisschen länger zum Booten und ob es jetzt für die Festplatten wirklich intelligent ist, dass ich die jeden Tag runterfahre, ausschalte, sind es eigentlich nicht gemacht, der Server ist dafür gemacht, dass er permanent durchläuft. Aber wer es braucht. Gut, es gibt einen Maintenance Manager, das heißt, es gibt immer wieder Tasks, die ich auf die Hypervisoren durchführe, wo keine virtuelle Maschine laufen darf oder laufen sollte. Zum Beispiel konfiguriere das Netzwerk um, ich ändere irgendwas an der Storage-Anbindung, ich spiele Updates ein, ich will den Hypervisor rebooten, weil ich Updates eingespielt habe, sollten keine Maschinen drauflaufen. Darum gibt es im Admin-GUI die Möglichkeit, dass ich den Host in den Maintenance-Modus schicke. Damit
damit werden keine neuen Maschinen darauf mehr gestartet oder hinmigriert und die bestehenden Maschinen werden mittels Live Migration wegkopiert von der Maschine. Ich kriege auch das okay, Maschine ist im Maintenance-Modus, ich kann meine Tasks machen, bin ich damit fertig, aktiviere ich die Maschine wieder und sie ist ein vollwertiges Mitglied und kriegt wieder durch die Localizing-Funktion ihre Maschinen drauf. Image Management, also Template, Snapshot, Simple Vision ist eigentlich heutzutage eh schon Standard, braucht man großartig was dazu sagen. Ja, Storage und Netzwerk Management mache ich eigentlich direkt vom OWIRT Admin Portal aus, brauche ich bis auf ein paar wenige Ausnahmen nicht direkt am Hypervisor machen. Es gibt immer wieder ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, ich muss manuell einen Multipath-Config machen, weil ich da einen eigenen Treiber für mein HBA habe und muss das anpassen. Das wären so Möglichkeiten. Aber sonst geht das alles vom GUI aus. Es gibt da eingeschränkte Monitoring-Funktion, das heißt, ich sehe im GUI, wie ist die CPU-Auslastung der Hypervisor, wie ist der Status, ich schreibe auch entsprechende Messages in ein Event-Log rein. Was ich aber nicht kriege, ist, wie man es von Nagios und Isinga her kennt oder anderen Derivaten, dass man SMS kriegt und E-Mail, das gibt es nicht. Wie man das dann lösen kann, gibt es am Ende des Vortrags noch kurz. Reporting habe ich schon angesprochen über Jasper. Ich kann natürlich auch virtuelle Maschinen migrieren, das heißt, ich habe jetzt eine VMware-Umgebung, jetzt eine Xen-Umgebung oder KVM-Umgebung oder auch physikalische Maschinen. Gibt es entsprechende Tools, mit denen ich die VMs oder die physikalischen Maschinen auf die OWIRT-Plattform migrieren kann. Und eine VDI-Lösung für Windows und für Linux ist. So, über die Features habe ich jetzt schon einiges erzählt dabei. Schauen wir uns einmal an, wie schaut das Admin-Portal aus. Ist ja für viele ein wichtiger Punkt, dass man sagt, kann ich mit dem jetzt effizient arbeiten oder nicht. Ganz klassisch gibt es auf der linken Seite entsprechende Navigation, wo alle meine Datacenter, meine Hosts, meine VM-Partner sind und ich kann über die zu den einzelnen Punkten hinsprechen. Genauso gibt es hier die Möglichkeit für Bookmarks und Tags und oben eine entsprechende Suchfunktion. Der Aufbau von so einer OWIRT-Umgebung ist so, der oberste Punkt ist ein Datacenter und am Datacenter ist ein Cluster und am Host ist ein Cluster zugewiesen. Also ein Cluster ist ein Verbund von Hosts, die einem Datacenter zugewiesen sind. Es gibt natürlich entsprechende Netzwerke, die ich konfiguriere. Einmal das OWIRT Management Netzwerk für die Kommunikation der Nodes untereinander und andererseits die entsprechenden Bridges für die virtuellen Maschinen, Storage Steps, Virtual Machines und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Datacenter oder mein Cluster oder was auch immer auswähle, gibt es darunter zusätzliche Navigationsleiste, wo ich weitere Tasks machen kann. Das heißt zum Beispiel mein Datacenter zusätzliches Storage hinzufügen. Zum Storage ist zu sagen, das Storage definiert das Datacenter. Das heißt, das Datacenter wird nicht zwangsweise standortbedingt definiert, sondern das Datacenter definiert sich durch das Storage. Das heißt, liegen meine virtuellen Maschinen auf einem NFS-Share, dann habe ich ein NFS-Datacenter und ich kann dem NFS-Datacenter keine ISK-Siedlung hinzufügen. Das geht nicht, also, oder noch nicht, an dem arbeiten sie gerade noch. Aktuell ist es so, Storage muss unique sein im entsprechenden Datacenter. Müsste da mehrere Datacenter machen, mehrere Cluster und so weiter. Beim Storage gibt es drei verschiedene Storage-Typen. Das ist einmal ein Data-Domain. Auf der Data-Domain liegen meine virtuellen Maschinen und die entsprechenden Metadaten dazu. Auf der ISO-Domain werden die ISO-Files abgelegt, die ich dann benötige zum Installieren von virtuellen Maschinen. Und es gibt die Export-Domain. Die Export-Domain dient für den Import der virtuellen Maschinen. Das heißt, nehme ich das Tool V2V zum Beispiel zum Installieren von virtuellen Maschinen, werden die auf die Export-Domain kopiert und von der Export-Domain ins OWIRT importiert. Genauso kann ich aber auch virtuelle Maschinen vom OWIRT exportieren, im OVF-Format kommt auch auf die Export-Domain. Ich kann das zum Beispiel für Backup-Zwecke oder dergleichen verwenden. Welche Storage-Typen kann ich jetzt alle verwenden? Ich kann NFS verwenden, ISCAS und Fibre Channel, also eh ganz klassisch.
Es gehen auch POSIX-Compliant-File-Systems und ich kann auch lokale Storage am Host verwenden. Lokale Storage heißt, die virtuelle Maschine liegt auf einem Hypervisor oben, hat aber den Nachteil, dass keine Migration von der Maschine im Live-Betrieb natürlich geht, weil die Storages nicht gespiegelt sind. Zum Spiegeln von lokalen Storages könnte man dann ClusterFS zum Beispiel einsetzen, das wird supportet, DRPD geht leider nicht. Gut, in der neuesten Version von Ovid gibt es Support für ClusterFS, das heißt, ich kann mal ein ClusterFS Storage und die Volumes und Bricks und dergleichen übers Management GUI anlegen. Limitierung ist, es geht vom GUI aus nur ClusterFS 3.4, die Alpha-Version. Hat den Grund, dass wenn man ClusterFS als Virtualisierungs-Backend einsetzt, man trotz des Alpha-Statuses aus Performance-Gründen auf jeden Fall auf ClusterFS 3.4 setzen sollte, weil das entsprechende Optimierungen für virtuelle Maschinen als Objekt-Storages hat. Die 3.2er und die 3.3er ist da performancemäßig nicht optimal. So. Eigentlich der Tab im Admin-GUI, den wir schätzungsweise am häufigsten verwenden würden, sind die Ansicht der virtuellen Maschinen. Wähle ich eine virtuelle Maschine aus, dann ist es natürlich wiederum so, dass ich die entsprechenden Details habe und Sachen konfigurieren kann. Wichtig zu sagen ist, für alle, die VMware kennen, bei Ovid werden wir unter Virtual Machines alle virtuellen Maschinen angezeigt, beziehungsweise bei allen Subtabs wird mir alles angezeigt, was du mein Management-Server verwaltet. Das heißt, wenn ich 10 Datacenter habe, habe ich unter Virtual Machines die virtuelle Maschine von allen Datacentern. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr wissen, wo liegt meine virtuelle Maschine und wie ich entsprechend hin verbinden, sondern ich sehe auf Virtual Machines und habe da alle drinnen. Und dass ich mich da jetzt noch in irgendeiner Art und Weise zurechtfinde, gibt es eine sehr intelligente Suche. Die Suche funktioniert natürlich wieder über die komplette Umgebung und ich kann verschiedenste Parameter kombinieren. Das heißt, ein Beispiel ist, ich suche virtuelle Maschinen, die am Hypervisor laufen, der mit CentOS irgendwas beginnt und Memory-Auslastung von größer 10% hat. Man, das Beispiel ist jetzt total beste, aber in der Testumgebung habe ich jetzt keine Maschinen, die wirklich voll ausgelastet sind. Was ich damit aber machen kann, ist zum Beispiel, ich lege mir entsprechende Bookmarks an, wo ich sage, alle mit einem Klick zeigt mir an, alle virtuellen Maschinen, die ihre CPU-Auslastung über 90% haben. Oder alle virtuellen Maschinen, die mehr als 80% RAM verbrauchen. Und dadurch kann ich mich durch eine recht große Umgebung sehr, sehr einfach durchhandeln. Und ich kann jeder virtuellen Maschine entsprechende Tags versetzen oder vergeben. Das heißt, ich kann ihnen den Tag Production und Development zum Beispiel geben und klicke dann auf Tabs Production und sehe alle Produktionsmaschinen als Beispiel. Oder nach Betriebssystemen und was auch immer. Gut, kommen wir in Richtung Desktop-Virtualisierung. Also das Tool kann nicht nur Server-Virtualisierung machen, sondern auch Desktop-Virtualisierung. Großer Vorteil dabei ist, ich habe ein zentrales Management, ich habe einen Server, eine Ovid Engine und die ist für Server-Virtualisierung und für Desktop-Virtualisierung zuständig. Ich brauche nicht zwei verschiedene Systeme. Auf die Maschinen verbindet man sich bei der Desktop-Virtualisierung mittels Spice. Spice ist ein hochperformantes Zugriffsprotokoll, was mir eine Physical PC Experience ermöglicht. Das heißt, ich kann bis zu 4 Monitore verwenden. Das heißt, die 4 Monitore da, weiß, sagt die virtuelle Maschine da 4 Monitore anschauen und habe das Bild auf 4 Monitore verteilt. Ich kann mir HD-Videos anschauen. Dabei ist halt wichtig, dass ich Thin-Clients habe oder Zugriffsgeräte, die auch eine halbwegs Grafikkarte drinnen haben, weil das Rendering dann auf der Grafikkarte vom Client erfolgt.
Dadurch kriege ich auch mehr virtuelle Maschinen auf den Server rauf, wenn nicht der Server noch großartige Berechnungen für die Grafik machen muss, sondern lagert man das einfach einmal aus auf dem Sync-Client oder auf dem Client eben herunter. Ich kann damit Audio und Video bidirektional übertragen, das heißt, ich kann Callcenter virtualisieren, indem ich Headset anstecke am Sync-Client und funktioniert. Es geht aus Smartcard-Unterstützung und auch USB-Unterstützung. Das heißt, ich kann USB 1:1 durchreichen, das wird nicht emuliert, sondern das Gerät wird wirklich 1:1 durchgereicht. Man kann natürlich für USB auch entsprechende Policies setzen. Also da gibt es einen eigenen Policy-Editor, wo ich sage, USB-Massen-Storage-Geräte sind nicht erlaubt oder alle Geräte von Canon sind erlaubt oder was auch immer. Ich kann Windows- und Linux-Gäste virtualisieren, funktioniert beides. Und die Verwaltung erfolgt am einfachsten über sogenannte Desktop-Pools. Das heißt, ich kann grundsätzlich schon sagen, ich klicke mir an Desktop so zusammen, aber bei 100 virtuelle Desktops zum Beispiel ist es einmal mühsam, wenn ich 100 Desktops rauskicken muss, sondern ich mache ein Master-Image, erstelle mir daraus ein Template, weise das Template am Pool zu und sage, dieser Desktop-Pool besteht aus 100 virtuellen Maschinen und entsprechend können 100 User auf 100 virtuelle Maschinen zugreifen. Relativ simpel. Dafür gibt es auch ein User-Portal für die Benutzer, wo der Benutzer sagen kann, er kann eine virtuelle Maschine starten, er kann sie stoppen, pausieren und mit einem Doppelklick auf das Icon oben macht er die Konsole auf. Noch einfacher geht es, wenn es gibt eine Login-Maske, wenn er das Hackern setzt, connect automatically, läuft die virtuelle Maschine, geht automatisch das BIOS im Fullscreen-Modus auf, er sieht die Umgebung gar nicht und hat sie eingeloggt. Wenn ich Windows mit Active Directory verwende oder die entsprechenden Guest Agents installiert habe, dann kann ich beim Windows oder beim Red Hat, Fedora, was auch immer, Single Sign-On auf Gnome und KDE auch noch machen. Also das funktioniert auch. Wenn der User jetzt seine virtuelle Maschine komplett verhaut hat, braucht jetzt nicht der Admin da troubleshooten, was ist das Problem, sondern man sagt dem User, okay, fahr die virtuelle Maschine runter, die wird gelöscht, starte eine neue und du hast wieder ein frisches System. Wichtig dabei ist natürlich, ich brauche einen entsprechenden File-Server und muss die User dazu bringen, dass alle Daten am File-Server liegen und nicht lokal am System, sonst hat er ein Problem. Gut, zusätzlich zum User-Port gibt es sogenanntes Self-Provisioning Portal. Da kann ich Usern Berechtigung geben, dass sie sich selbst virtuelle Maschinen anlegen können. Warum brauche ich Self-Provisioning Portal und nämlich das Admin-Portal? Ist ganz einfach. Es ist ein Screen mit drei Links. Es ist einfach für zum Beispiel Entwickler wesentlich einfacher. Die brauchen sich nicht durch 20 Tabs durchklicken, was für ein Virtualisierungsadmin jetzt kein Problem ist, aber für einen Entwickler, der durchaus in der Lage ist, seine Maschine aufzusetzen und die entsprechenden Programme drin zu installieren, was er braucht, ist es vielleicht nicht interessant, dass er sie jetzt unbedingt in der Virtualisierungsumgebung einlernt, sondern ich sage dann, er kriegt da entsprechende Rechte auf ein Netzwerk und ein Template und kann dann zum Beispiel aus dem Template was klonen oder kann von CDR Maschine aufsetzen. Kann die starten, stoppen, was ich immer will und die weise ihm entsprechende Ressourcen zu. Das heißt, Quotas gehen natürlich auch, damit man die Leute, die am Self-Provisioning Portal Zugriff haben, nicht die komplette Umgebung runterziehen. So, GUI-mäßig quasi im Schnelldurchlauf jetzt einmal so ganz grob um alles. Gehen wir mehr in Richtung die Entwicklung. Es gibt auch die Representational State Transfer API. Über diese API kann ich fast alle Tasks machen, die im Admin-Portal gehen. Das heißt, ich kann über die API meine komplette Umgebung aufbauen, mein komplettes Provisioning der Maschine machen. Kleine Sachen, die nicht gehen. Eins, was ich sicher weiß, ist, ich kann die installierten Applikationen in der virtuellen Maschine über die API nicht auslesen. Im GUI kann ich auslesen, welche Programme sind in der VM installiert. Für alle, die
nicht mit der REST-API rumkämpfen wollen und mit XML, aber der Programmiersprache Java oder Python gibt es entsprechende SDKs dafür. Command-Line-Interface gibt es natürlich auch. Ich kann über das Command-Line-Interface wiederum fast alle Tasks vom Admin-Portal auch machen, weil das CLI greift auf die REST-API zu. Gut, kommen wir zu dem Feature, wo ich gesagt habe, okay, OWIRT 3.2 kommt raus, das Feature ist für mich das absolute Killer-Feature. Ich weiß nicht, ob es andere auch so sehen, für mich war es einfach, wow, ist das cool. UI, es gibt UI-Plugins. Das heißt, wir haben vorher im Admin-Portal schon gesehen, es gibt entsprechend vordefinierte Tabs und so weiter. Mit den UI-Plugins kann ich diese Tabs und Buttons erweitern. Es kann zusätzliche Main-Tabs wie um Data-Center hinzufügen oder Sub-Tabs, wenn ich Data-Center ausgewählt habe und Buttons. Das heißt zum Beispiel, ich kann mein internes Wiki, also die Seite für die entsprechende VM im internen Wiki, gleich einmal als UI-Plugin in den OWIRT Manager reingeben. Oder, was ich gemacht habe, ich kann die Check-Results aus der Isinga-Umgebung direkt ins Admin-Portal reingeben. Dazu habe ich ein entsprechendes Plugin geschrieben, ich habe das Ganze in Perl drin, also Perl und JavaScript. In welcher Programmiersprache man schreibt, ist vollkommen egal, man muss halt ganz minimal JavaScript kennen, damit man eben die Tabs kriegt, weil das Erstellen der Tabs ist ein JavaScript-Aufruf. Alles andere ist in einem iframe und ich kann das in Ruby, in Python, in Java, in was auch immer schreiben. Großer Vorteil ist, ich muss jetzt nicht wissen, wie genau funktioniert das Java im JBoss vom OWIRT, sondern ich schreibe es einfach, wie ich es brauche. Beispiel von mir ist, ich wähle eine virtuelle Maschine aus, habe dann einen zusätzlichen Tab, wo ich die kompletten Chat-Ergebnisse sehe, weitere Ergebnisse vom detaillierter Output von Isinga und PEP-Graphen. Abrufen die ganzen Daten aktuell mit MK-Live-Status, später soll in IDO-U-Test noch unterstützt werden. Ich wirf das jetzt einfach einmal so in den Raum, der Toki hat später eh noch einen Vortrag und ich hoffe einmal, der wird die ganzen Sachen netter erklären. So, ja, Beispiel, ich mache das auch für virtuelle, für Hosts. Sehen wir zum Beispiel, da sind zwei Checks critical, eines warning, der Rest ist okay. Hat die PNP-Grafik ja, wenn man wiederum kreativ ist, gibt es sicher 100 Möglichkeiten, wie man das Admin-Portal noch erweitern kann. Ganz kurz zum Schluss über Monitoring. Wie kann man die ganze Umgebung monitoren? Es gibt ein Plugin auf Monitoring Exchange und exchangescenarios.org, das auch von mir stammt, nennt sich CheckRef. 3 ist für Reddit Enterprise Virtualization und OWIRT. Damit kann ich eben meine Data Center, Cluster, Hosts, Deutschdomains, Virtual Maschinen und Pools überwachen. Das heißt, ich sehe einerseits, ich kann auslesen, wie ist der Status von den virtuellen Data Center, wie ist der Netzwerktraffic auf den Hosts drauf, wie ist die CPU-Auslastung meiner virtuellen Maschine. Die Folien gibt es nachher eh noch, also auch offiziell Standard. Ich habe es auch noch einmal verlinkt, falls es jemanden interessiert. So, letzte zwei Folien für heute. Was sind entsprechende Use Cases? Klarerweise Server und Desktop Virtualisierung. Ich kann aber auch mit dem Self-Provisioning Portal entsprechende kleine Private Cloud machen. Ich kann über die Datenbank die Ressourcen auslesen und kann sagen, liebes Entwicklungsteam, ihr habt so und so viele Ressourcen verbraucht oder die Laufzeit eurer Maschine war so hoch, dafür wollen wir das und das Geld für das, dass wir euch die Umgebung zur Verfügung stellen. Ich kann Callcenter virtualisieren, ich kann Außenstellen virtualisieren, das heißt, habe kleine Außenstellen mit nur 3 bis 4 Monitore und eine entsprechend stabile Internetleitung, stelle ihnen einfach Sync-Clients hin und sie haben ihre Desktops in der Zentrale drin und ich brauche einfach niemand drum kümmern, wenn da ein PC abbraucht, dass ich dann irgendwo in die Pampa hinfahre und den PC tauschen muss. Ja, was sind Herausforderungen? Grundsätzlich muss man sagen, wenn man es
auch wenn man O-Wirt aufsetzen will, man braucht eigentlich ein entsprechendes SAN oder ein NAS am besten. Das lokale Storage würde ich generell empfehlen, komplett zu vermeiden. Ich habe in einigen Tests schon Probleme gehabt, die Kombination Multipath-Daemon, Sandlock-Daemon und irgendwelche RAID-Controller hat einfach nicht funktioniert, weil er irgendwelche komischen Volume-Gruppen dann nicht mehr gefunden hat. War ein ganz komisches Problem, ich bin immer genau nachgegangen. Was ich mache, wenn ich jetzt einen einzigen Hypervisor da habe, ich setze da auf einen NFS-Server auf und mounte das Ganze lokal. Funktioniert wirklich einwandfrei, das lokale Storage-Feature. Da kann man in Probleme reinlaufen. Komplexe Netzwerkkonfigurationen sind zum Teil ein bisschen mühsam. Es kann passieren, dass ich das Netzwerk am Hypervisor händisch konfigurieren muss. Ich nehme irgendwelche Bonding-WLAN-Konfigurationen, wo ja das Management-Interface WLAN getaggt habe. Kann sein, dass ich es am Hypervisor mal manuell erstmalig machen muss, weil es über Skui aus irgendeinem Grund nicht ganz geht. Das Verhalten von der ganzen Umgebung ist Red Hat-like, sage ich mal. Das heißt, jeder, der Red Hat kennt, hasst, das ist sehr, sehr konservativ. Beispiel dafür ist, ich lege mir ein virtuelles Netzwerk an für virtuelle Maschinen, habe einen Namen am Typo drinnen, ich kann das nicht umbenennen, ich kann es nur vom Cluster detection und löschen. Das hört sich jetzt damit in erster Linie mal komplett blödsinnig, aber warum kann man das nicht umbenennen? Es kann ja aber auch so weit sein, dass ich sage, ich habe die Bridge dann schon am Hypervisor angelegt und ich benenne es um. Dann habe ich irgendwie ein Problem, weil die Konfiguration, wo ich sage, die virtuellen Maschinen in der Libvirt-Config sollen auf die Bridge XY, aber am Hypervisor heißt es anders. Und von daher gehen die einfach diesen konservativen Weg, dass man sagt, das und das und das kann alles passieren und darum muss man sich da rumärgern. Funktion ist gleich wie beim Cluster, das heißt, ich brauche Fencing für jeden Hypervisor und habe halt alle Probleme damit. Es gibt einige Tasks, die mache ich auf der Command-Line. Ich glaube, für die Admins ist kein Problem. Manche jammern da drüber. Ich empfehle generell nur IP-Adressen verwenden und nicht DNS. Einfach um eine Fehlerquelle ausschalten zu können, weil wenn der DNS-Server weg ist, dann verliere ich von mir zum Beispiel die Verbindung der Hypervisoren untereinander und die Verbindung zum Storage im blödesten Fall, also am besten alles auf IP-Adressen. Und wenn Sie es ausprobiert, nehmt CentOS und nicht Fedora, weil Fedora, sage ich mal, ist meiner Meinung nach nicht stabil genug als Virtualisierungs-Hypervisor und ich habe immer die Probleme mit diesen Upgrades, weil es eben keinen langen Support gibt. Ja, ich habe noch ein paar Links zusammengefasst, gibt natürlich die ganze Präsentation eh noch. Ich empfehle jedem, die Users-Mailing-Liste zu konsolidieren, dass sie damit ein Blog rumspielt. Die Chance, dass der Antwort von mir auf die Users-Mailing-Liste bekommt, ist auch recht hoch. Wer sich installieren will, soll nur mal ausprobieren. Es gibt ein entsprechendes Live-Image, wo man sagt, das bootet man und man hat die Umgebung. Wenn es Fragen gibt, Fragen bitte jetzt oder im Laufe des Tages noch. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, freue mich immer, wenn ich von neuen OWIRT-Usern was höre. Wenn es Probleme gibt, schreibt es mir einfach. Wenn ihr einen entsprechend guten Use Case habt oder Erfahrung damit, sagt mir Bescheid, ich würde mich sehr freuen. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und Fragen gerne. Für die Hochverfügbarkeit vom NFS empfiehlt ihr da irgendwie ja den Link darüber? Ja. Und wo wird unterstützt? Also wenn wir NFS auf den Datenspeicher hochverfügbar machen. Ja. Was ist dann? Werden Sie von OBIT unterstützt, dass es quasi repliziert auf zwei Knoten zum Beispiel oder muss es am NFS lösen? Nein, das löse ich am NFS. Also OBIT sagt, das Storage wird eingebunden und die Storage-Anbieter oder derjenige, der das Storage aufsetzt, weiß am besten, wie er sein Storage hochverfügbar bekommt. Das heißt, das Beispiel wäre im DRBD, Pacemaker und NFS so hochverfügbar machen, aber OWIRT macht da nichts. Wie weit ist das Management hochverfügbar? Also, oder muss es verfügbar sein? Das Management muss dann hochverfügbar sein, wenn ich auf die GUIs zugreifen muss. Mhm. Wenn dann da
Manager ausfällt, dann geht das HA-Feature nicht, dann geht die Live-Migration nicht und ich kann auf die Portale nicht. Alle meine Maschinen laufen aber generell weiter. Das heißt, ich mache es grundsätzlich so, dass ich einen Manager nur dann hochverfügbar auslege, wenn ich sage, ich brauche einfach den Zugriff auf die entsprechenden Portale. Bei einer reinen Server-Virtualisierung sage ich, Hardware ist entsprechend stabil, das Ding läuft einfach und ich verlasse mich einfach darauf, dass ich RAID auf meiner Engine drauf habe, redundante Netze, redundantes Netzteil, verlasse mich darauf. Wenn ich es hochverfügbar machen würde, würde ich sagen, ich nehme einen KVM-Host und mache die entsprechende KVM-VM hochverfügbar ab und nicht die einzelnen Teile vom OWIRT, weil das ist etwas mühsam, sage ich einmal, mit Postgres, mit JBoss und dann kommen entsprechende PKIs und sonstiges dazu. Es ist ein bisschen Aufwand, aber VM ist einfacher. Und die Desktop-Files können Sie trotzdem, also wenn das Management weg ist, connecten? Nein, können Sie auch nicht. Weil der Manager macht mit dem Hypervisor das Port für Spice aus und liefert es an einen Client zurück. Das heißt, der Client kriegt das Port nicht und die Ports werden nur dynamisch geöffnet. Aber die bestehenden bleiben? Die bestehenden bleiben natürlich, ganz ja klar. Und das Management zu virtualisieren in der Umgebung, das möchte ich nicht. Geht aktuell nicht. Ist ein geplantes Feature für 3.4 circa, da wird gerade intern diskutiert, wie sie es machen wollen, aber aktuell geht es noch nicht. Oder es geht mit sehr viel Aufwand, aber empfehlen tue ich es nicht, sage ich einmal. Okay. Gut. Ja. Du sagst, Dara ist als Virtualisierungsnode nicht zu empfehlen und im CentOS kann ich nachvollziehen, aber das gleiche Problem mit den fertigen 200 MB Fedora Minimal Images, wie viel Fedora ist das dann noch? Ja, es ist einfach 200 MB Fedora. Aber das gleiche Problem. Ich habe grundsätzlich die gleichen Probleme, ich habe aber diese Start-Up-Probleme nicht. Mhm. Weil das Config-File, also das Config-Verzeichnis ändert sich nicht und es wird einfach beim Upgrade vom kleinen Hypervisor eine neue Installation gemacht und das Config-Verzeichnis neu gelinkt. Da habe ich ein bisschen weniger Probleme, aber ich kann natürlich in entsprechende Multipath-Probleme, was unter Fedora geben kann, natürlich reinlaufen. Das Beste ist, man probiert es einfach mal aus und schaut, wie läuft Fedora in meiner Umgebung, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche, Ergebnisse. Manche sagen, es läuft super stabil, andere haben ziemlich Probleme. Es ist natürlich generell von mir gesprochen, sage ich mal. Ja, gut. Ich will Martin nicht länger warten lassen. Und wenn weitere Fragen sind, kommt es auch zu mir her. Danke.